Rothenburg ob der Tauber. Ein ruhiges, idyllisches Städtchen, umgeben von unberührter Natur. Am Fuße der historischen Altstadt schlängelt sich die Tauber und lädt zum Verweilen ein. Und mittendrin das Taubertal-Festival. Eines der größten bayerischen Festivals mit nationalen und internationalen Acts. Wir haben die Macher besucht. Ich hatte schon immer irgendwie so, ja, die Idee, dass schöne mittelalterliche Städtchen Rothenburg mit was Modernen zu verbinden, also man ein Musikevent zu machen. Ich hatte aber nie die zündende Idee, wo das denn sein kann. Die Stadt hat uns dann damals dieses Plätzchen hier unten gezeigt und dann haben wir gesagt, ja genau, super, das ist genau das, was wir suchen. Ich habe damals dann zusammen mit meinen beiden Brüdern das erste Festival hier veranstaltet. In der Manier eines Landjugendfestes damals. Prompt kamen dann auch nicht wesentlich mehr Zuschauer. Also wir hatten da 1800 Besucher und es war ein Debakel finanzieller Art. Dann haben wir aber gesagt, wenn wir jetzt aufhören, wäre alles umsonst gewesen. Und dann haben wir uns nochmal zusammengerauft und haben gesagt, okay, einmal probieren wir es noch. Und wurden dann auch belohnt mit einem ausverkauften Haus. Das war ein sehr, sehr interessantes Festival, weil man war es gewohnt, eben 1800 Menschen zu handeln und plötzlich standen da 8000 und die Campingplätze reichten nicht aus. Die haben sämtliche Kleingärten, das ganze Tal bekämmt. Nachbarn oder Anwohner haben mich dann hier während laufenden Festivals auch beschimpft und. Also das war dann mehr, ich sag mal, menschliches Desaster. Aber finanziell war das dann der eigentliche Beginn des Taubertal-Festivals. Also wir arbeiten ein Jahr an dieser ganzen Veranstaltung. Das ist schon mal was die meisten Menschen erstmal gar nicht so sehen. Je weiter die Sache aufs Festival zugeht, je näher der Zeitraum kommt, desto größer wird das Team. Also irgendwann kommt jemand dazu, der noch für die Platzbetreuung zuständig ist. Und so wächst das Ganze dann. Bis zum Wochenende haben wir dann hier an die 500 Helfer. Wir hatten einmal eine Situation, da hatten wir einen Künstler in der Stadt oben vergessen. Das ist vielleicht eigentlich die Anekdote schlechthin, nachdem sich es auch noch um einen sehr schwierigen Künstler handelte. Das war damals Sisters of Mercy. Und die haben sich entschlossen, oben in der Stadt noch in ein Restaurant zu gehen. Und der Tourbegleiter hat mich, glaube ich, dreimal darauf hingewiesen, dass ich noch an der Shuttle denke. Ne? Dann eine halbe Stunde vor Auftritt kam dann irgendein Privat-PKW, der behauptete, er hätte unseren Headliner im Auto. Und jeder, ja, ja, alles klar. Und das war dann wirklich so. Die haben sich oben in der Kneipe jemanden gesucht, der sie runterfährt. Ich hätte das komplett versemmelt gehabt. Ich finde es faszinierend eigentlich. Es ist ja tatsächlich auch ziemlich heftig, wenn man weiß, was man sich da auch während dem Festival auflädt, also an Verantwortung und. Es ist schwer damit umzugehen, man kriegt wenig Schlaf damit ab, also es ist teilweise wirklich unmenschlich, gerade wenn man solche Bedingungen hat wie letztes Jahr. Da hat es dann am Donnerstagabend 150 Liter am Quadratmeter plötzlich geregnet. Wir hatten Sturmwarnungen etc. Also das war ein wirklicher Horror. Aber es ist umgekehrt auch unbeschreiblich. Also es sind
die Arbeiten, die man verrichtet, sind ja sehr verstaubte Geschichten. Also zum einen das ganze Kaufmännische, dann die Büroarbeit. Das Einrichten eines Festivals ist so ähnlich, wie wenn man eine Baustelle mehr oder minder organisiert und einrichtet. Aber wenn man dann eben am Platz steht und sieht, wie 12.000 Menschen dann Headliner abfeiern und absolut euphorisch sind, und man hat dann auch so ein bisschen so das Gefühl, das hat man eben gemacht, mehr oder minder. Das hat sich gelohnt, ja. Das sind die Momente, wo man es nicht missen kann und wo man dann auch ein Stück weit, ich sag mal, Adrenalin-Junkie wird. Also man wird es immer wieder machen wollen und tun wollen. Currents were much too strong.